Solche Sachen passieren ständig mit ihr. Ich finde das nicht witzig. Das ist langsam ein bisschen gruselig. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise von uns. Ich drehe heute einfach mal einen neuen Vlog. Ich habe nämlich gestern auch vergessen, ein Paket auszupacken und habe das aber ganz groß angekündigt und dann habe ich es einfach nicht ausgepackt. Gott, ich habe mich nicht mal abgeschminkt gestern. Sieht schön aus. Anne, hast du echt... Wow, toll gemacht. Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee. Und wir haben eine totale Zeitverschiebung. Wir sind voll lange wach. Also ich arbeite abends auch nochmal voll viel. Und Kinder sind dementsprechend auch lange wach, wenn sie lange geschlafen haben. Und gehen halt spät ins Bett und stehen spät erst wieder auf. Somit ist eigentlich der hauptsächliche Tag immer sehr, sehr kurz. So, ich habe mich jetzt nochmal umgezogen. Es war doch ein bisschen warm im Pullover. Leute, ganz ehrlich, ich sitze gerade hier und ich verzweifle ein bisschen. Ich habe gestern wirklich mal keinen Haushalt gemacht. Also wirklich mal so gar nichts. Außer so Geschirrspüler eingeräumt, ausgeräumt. Ich glaube, einmal Handtücher gewaschen und in den Trockner geworfen. Ich glaube, ich habe den nicht mal aus dem Trockner rausgeholt. Ich habe wirklich mal nichts gemacht. Jetzt zeige ich euch mal. Ich bin ja wirklich, wir sind ja, also ihr wisst es ja von uns, ne? Von unserem Kanal. Wir sind ja nur wirklich nicht die ordentlichsten. Bei uns sieht es nie aus wie aus einem Möbelhaus. Bei uns sieht es halt aus, als wird hier gelebt. So, und zwar richtig gelebt. Das jetzt allein ist nur die Küche. Kriege ich schwer eine Krise. Der Esstisch sieht jetzt nicht anders aus. Hier die Banane. Die habe ich jetzt Hühner gegeben, danach liegt sie hier, anstatt sie gleich wegzuräumen. Das Wohnzimmer sieht jetzt nicht anders aus. Also es ist einfach alles so unfassbar chaotisch, weil wir auch so krass chaotisch sind. Und jetzt habe ich mir so ein Buch gekauft, so ein Wochenplaner, wo ich jeden Tag reinschreiben kann, was ich erledigen muss. Wenn ich jetzt so zurückblätter, was ich gestern erledigen wollte, davon habe ich gleich 2 Punkte geschafft. Und ich sitze hier gerade und ich überlege die ganze Zeit, warum zur Hölle kriege ich das nicht auf die Reihe? Wieso kriege ich, also klar, mein Leben ist unstrukturiert, ich bin mega chaotisch, aber warum schaffe ich das nicht? Weil ich immer das Gefühl, ich habe keine Zeit. Ich habe einfach keine Zeit. Ich sitze im Bett, ich wache auf. Erste, was ich mache, ich nehme mein Handy in die Hand. Da habe ich dann meistens eine Nachricht von meinem Manager. Ich habe ja 2 Manager. Oder eine Nachricht von Matti, der mir die Designs macht für die Bücher. Und dann fängt es an. Dann fange ich schon an zu arbeiten. Gleich, wenn ich früh aufstehe, Insights raussuchen, Analytics rüberschicken, wegen dem Buch weiter planen, alle Fragen beantworten, die ich dann halt da bekommen habe. Das ist ja halt, das gehört dazu, das ist auch Arbeiten. Das heißt, ich muss mich immer direkt konzentrieren. Klingt immer so, als würde ich mal nicht arbeiten, ne? So ein Influencer-Leben. Also ich verstehe das auch, dass Leute das so sehen, aber es ist tatsächlich Arbeit. Und jetzt arbeiten wir gerade an 3 Büchern und ich bin aber auch zeitgleich eigentlich mit den Kindern hier alleine. Klar, Karim ist da, aber der sitzt auch die ganze Zeit im Büro und arbeitet, weil er muss ja auch weiterarbeiten. Der macht das jetzt alles von hier von zu Hause aus. Er schreibt Bücher, er macht die quasi Synchronsprecher. Diese Bücher, die lesen ja auch da alles ab, diese ganzen Dialoge. Übersetzt er jetzt gerade alles ins Deutsche. Also auch immer wirklich im Büro. Spricht jetzt auch da drüben. Also hat sich extra Mikrofon gekauft und so. Ja, was ich sagen wollte, es ist halt Arbeit, ne? Also das ist wirklich, wirklich Arbeit. Das ist einfach gerade alles ein bisschen viel. Allein Videoschneiden steht heute wieder auf meinem Plan. Da sitze ich 2 bis 3 Stunden schon dran. Miley Schule sitzt man auch immer so 3 Stunden. Da sind schon mal 6 Stunden weg vom Tag. Mittagessen kochen ist eine Dreiviertelstunde bis Stunde in der Küche. Und gleichzeitig fühlt sich es auch noch an wie Ferien. Man kriegt den Arsch nicht hoch. Oh, ich kriege darauf bestimmt jetzt gerade gleich wieder Shitstorm, dass ich mich nicht beschweren soll. Verstehe ich auch. Beschwere mich aber trotzdem. So, allein jetzt wieder, eine Minute später, sitze ich wieder am Handy. Es ist aber nicht so, dass ich da sitze und durch Instagram scrolle, sondern ich schreibe gerade mit der Zeichnerin, die mir, also ich habe ja 3 Leute, die für mich zeichnen. Ich habe einen Designer, der für das Buch alles macht. Mit der schreibe ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit. Das musst du ja auch machen. Also es ist ja auch, gehört auch zur Planung dazu. Die möchte jetzt natürlich wissen, was ich mir genau vorstelle. Das heißt, ich muss mich jetzt auch hinsetzen, muss jetzt überlegen, wie genau ich das alles haben will. Das ist halt alles etwas, was Zeit frisst. Oh. Aber gleichzeitig liebe ich diesen Job. Ich liebe es, Influencer zu sein, sowieso. Ich sehe das auch nicht als Arbeit, die Kamera jetzt zum Beispiel anzuschalten, diesen Knopf da zu drücken und einfach zu quatschen. Ich sehe es nicht als Arbeit, mein Handy so hochzuhalten und irgendwas zu erzählen. Das mache ich unheimlich gerne. Das sehe ich auch überhaupt gar nicht als Arbeitszeit. Das läuft so zwischendurch. Aber die ganzen anderen Sachen, die im Hintergrund laufen, die sind halt schon sehr, sehr anstrengend. Aber diese Bücher zum Beispiel, das eine soll jetzt unbedingt Sonntag rauskommen, das ist halt Arbeit. Und da steckt sehr, sehr viel Zeit drin. Und gerade jetzt, wo die Kinder zu Hause sind, das hat sich alles so überschlagen. Normalerweise wäre jetzt Miley bis 15, 16 Uhr in der Schule. Meine Mama wäre jetzt sah, hätte sich jetzt mit Juna beschäftigen können und ich hätte hier wirklich bis 15, 16 Uhr arbeiten können. Das ist jetzt aber nicht gegeben. Meine Kinder beschäftigen sich jetzt gerade zum Beispiel selbst, weil ich halt eben arbeiten muss. Also es muss ja weiter funktionieren. Weiß ja keiner, wie es jetzt weitergeht, also auch finanziell gesehen. Also ich muss ja weitermachen. Ich kann jetzt nicht aufhören und eine Pause machen. Ich mache auch, die habe ich ja den Tag auch gezeigt, ich mache ja auch die Fotos selber für die Kochbücher zum Beispiel, die jetzt rauskommen. Ich mache alles selber. Das heißt, ich muss auch da in die Küche stellen, muss Rezepte ausprobieren. Wenn das misslingt, dann muss ich mich nochmal daran stellen, nochmal machen. Das sind sehr, sehr viele Stunden. Dann die anderen Bücher, das eine Buch soll jetzt rauskommen, da muss jetzt aber ein Shop erstellt
bestellt werden, weil Amazon gerade keine Ware einnimmt. Also eigentlich sollte das Buch auf Amazon online kommen. Geht jetzt aber nicht, weil Amazon gerade keine neue Ware annimmt, außer Desinfektionsmittel und Seife und so lebensnotwendige Sachen. Da gehört jetzt ein Buch nicht dazu. Das heißt, ich muss was anderes einfallen lassen, damit das Buch trotzdem online kommen kann. Gut, ich will jetzt auch nicht weiter rummeckern. Ich trinke jetzt meinen Kaffee aus, schreibe in der Zeit mit der Tintenrebell weiter und dann fange ich an, hier irgendwas zu machen. Sonst wird es nichts. Also machen muss ich ja. Vom Rumsitzen erledigt sich hier nichts von allein. Fertig, Video geschnitten. Es ist jetzt 1,5 Stunden später, 14.32 Uhr. Und jetzt muss ich mir langsam einfallen lassen, was wir zum Mittagessen machen. Oh, die Küche. Ich muss die erstmal aufräumen, sonst kann ich gar nicht Mittagessen kochen. Ich weiß auch gar nicht was. Ich habe mir schon überlegt, ob ich einfach Mittagessen ausfallen lasse. Jetzt kann ich anfangen, Mittagessen zu machen. So, ich habe jetzt den Kindern ganz schnell was gezaubert. Die haben sich Nudeln gewünscht. Habe ich erledigt. Und für mich gibt es das hier, was ich schon gestern im Vlog gezeigt habe. Die Ravioli. Ja, das ist deins, Schatz. Luna hat sich als Katze geschminkt. Zeig mal. Schick, das hab ich gemacht. Achso, das warst du. Okay, das wusste ich nicht. Wäsche abgenommen, Wäsche aufgehangen. Habe noch ein bisschen Haushalt gemacht. Und jetzt mache ich erstmal kurz eine Pause. Ja? Und ich mache gerade dieses Bild. Zeige mal. Wow, das muss ich mal zeigen. Meine kann richtig gut zeichnen. Wow, das sieht richtig toll aus. Ich bin auch die Mutter. Du bist jetzt die Mutter, weil du meine Armbänder trägst? Ja. Nein, ich habe ein Paket bekommen. Und ich wollte euch noch was unbedingt zeigen. Das wollte ich eigentlich gestern schon zeigen. Und zwar geht es um House of Sweets. Da sind Süßigkeiten drin. Und zwar, ich glaube, aus Amerika. Wir setzen uns jetzt alle hin und packen die gemeinsam aus. So, jetzt alles bitte nacheinander. Nicht alles aufreißen, ja. Okay? Wow. Wow. Erstmal gibt es das hier. Nee, warte, wir machen hier mal nach und nach, okay? Oh, die Marke kennt man. Hershey's Cookies and Cream Egg. Wie lecker. Schokolade. Sind das Küken? Nein, das sind Eier. Dann haben wir so eine Chips drin. Wollen wir die mal probieren? Lecker. Ja? Made with real cheese. So, dann haben wir noch das hier drin. Aber so eine kleine. Ja, ne? Ja. Aber ich glaube, die hatten wir noch nicht. Wir hatten nur so eine ähnliche. Oh, ich habe was gefunden, was der Miley richtig gefallen wird. Die wird ausflippen. Was denn? Soll ich es sagen? Ja. Zuckerwatte mit Cola-Geschmack. Voll Aber das sind andere, Miley, die kennst du noch nicht. Also klar, wir haben Marshmallow drin, aber wir kennen nur die mit Vanille und Schoko und die sind hier einfach irgendwie rot. Ich glaube, die sind neu. Dann haben wir hier noch so eine bunten Lollipops, die so Regenbogen sind. Also die finde ich richtig cool. Und als nächstes dann kommt noch... Gummibärchen. Das hier sind so eine Gummibärchen, die sind so... Oh, da kommen die noch. Komm, jeder nimmt eins davon. Eins, zwei, drei. Naja, geht so. Miley möchte jetzt gleich direkt das erste testen. Soll ich dir helfen? Sauer! Ja, das wird sauer. Dr. Sauer. Drei, zwei, oh mein Gott, das war eins. Los, im Mund! Ja, das ist nicht sauer. Ich glaube, man muss raufbeißen, weil manchmal ist drinnen sowas sauer. Okay, dann mach mal. Jetzt doch sauer? Miley, ja? Kannst du mir noch mal bitte ganz kurz das Bild zeigen? Welches Bild? Was du gemalt hast. Warum hat das Mädchen einen Lollipop in der Hand? Habe ich einfach so gemalt. Würdest du mich verarschen? Du konntest nicht wissen, dass wir eine Süßigkeitenbox auspacken mit einem Lollipop drin. Und das ist sogar fast der gleiche Lollipop, wie ihr hattet, oder? Ja. Hast du schon wieder hell gesehen? Ja. Das gibt's doch nicht. Das konntest du nicht wissen, dass er da drin ist. Oder überhaupt, dass wir eine Süßigkeitenbox auspacken, das habe ich euch gar nicht erzählt. Das ist der Wahnsinn, wirklich, ohne Witz. Es wird langsam gruselig mit dir. Kannst du dich noch dran erinnern, Miley? Ja, ich weiß, ich habe ein Dino gemalt, ihr habt ein Dino gekauft, ich habe ein neues Auto gemalt von Papa, ihr habt ein neues Auto gekauft, ich habe ein Einhorn gemalt mit die Strau
und ihr habt ein neues Einhorn gekauft. Alles an einem Tag. Wir waren nämlich damals den Mercedes abholen, das Leasingfahrzeug, und waren danach nochmal im Spielzeugladen, haben zwei neue Schleichfiguren gekauft. Ein Dino und ein Einhorn. Wir kommen nach Hause, Miley hat in der Zeit mit Oma, glaube ich, und Juna zu Hause gemalt. Und dann kommen wir nach Hause und dann hatte sie drei Bilder. Ein Auto, ein Dino und ein Einhorn. Das hatten wir damals auch in einem Vlog mit aufgenommen. Das glaubt mir doch keiner. Solche Sachen passieren ständig mit ihr. Ich finde das nicht witzig. Das ist langsam ein bisschen gruselig. Guck mal, wie sie das sich freut. Das hat Miley das hier ausgemalt. Ja, Miley hat das gemalt. Mann! Oh Mann, oh Mann. Okay, wir machen jetzt die Schokolollis, würde ich sagen, oder? Na dann, los, ran hier. Mal hier einfach als kaputt brechen. Oh. Okay, aus dem Kühlschrank ist echt zwischendurch ein bisschen naschen und den Rest da rein in den Topf. Rühren. Und dann, wenn sie fertig sind mit der Schokolade, dann packen wir sie in so eine Form rein. Ja, sind die hier. Ja. Junas Schokolade ist leider verbrannt. Nein, nicht. Deine nicht, nein. Nun, das müssen wir nochmal neu machen. So, und du brauchst nicht traurig sein. Das kratzen wir aus und wir machen es einfach nochmal. Nun ist nämlich hier rangekommen, dann stand auf einmal Stufe 6 statt Stufe 2. Guck mal, wer uns hier Gesellschaft leistet. Richtig, danke, Miley. Habe ich euch irgendwie schon mal den Namen verraten? Ich glaube noch gar nicht. Ich habe, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal den Namen gesagt. Sagst du ihn mal? Coronavirus? Coronavirus? Oh, du heißt doch nicht Coronavirus. Juanito heißt du. Juanito hat dich der Papa genannt. So, Juna hat sich jetzt schon verabschiedet. Jetzt mache ich die Schokolade alleine. Ich will auch machen. Na, dann stell du dich hier hin und rühr. Hier. Schön rühren. Das darf jetzt nicht nochmal anbrennen. Und aufpassen, dass du hier nicht rankommst, weil das ist Touch. Weiter geht's mit dem Haushalt. Das Badezimmer ist dran. So an sich ist es ja eigentlich voll aufgeräumt. Da bin ich auch echt mega zufrieden. Nur hier liegt Haufen Kram. Oh, das habe ich beim letzten Mal hier stehen lassen. Hi. So, das muss ein bisschen aufgeräumt werden. Waschbecken muss sauber gemacht werden. Und diese Pflanze hier muss ich endlich mal entfernen. Und wie ihr mitgekriegt habt, ich habe jetzt auch mal endlich den Trockner wieder angeworfen und das, was drin war, rausgeräumt und zusammengelegt. Yes! Fertig. So, hier noch Schranktür zu. Ich bin jetzt gerade dabei, Abendbrotessen zu machen. Ich mache mir heute Zucchini-Puffer mit Kräuterquark. Das ist so mein Low-Carb-Gericht. Ich habe einfach Zucchini ganz klein gehobelt. Dann habe ich da drei Eier mit reingemacht. Also ich habe so ungefähr drei Zucchinis benutzt. Drei Eier dazu mit Salz, Pfeffergewürz und dann nochmal so eine Handvoll geriebenen Käse. Dann müsst ihr aber auf jeden Fall die ganze Masse in so ein Küchentuch auswringen, damit das wirklich nicht so viel Flüssigkeit hat, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. So sehen die dann fertig aus. Und die esse ich dann, wie gesagt, einfach mit Quark. Unsere Schokolollis sind übrigens fertig. Und ich habe auch noch welche gemacht. Und zwar zweifarbig. Mit beiden Schokoladen. Die hole ich jetzt auch noch aus der Form raus. Ich nehme die. Das willst du dann essen? Ja. Oh mein Gott. Bitteschön. Juna, guck mal. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich habe total vergessen, das Video gestern zu beenden. Deswegen mache ich das jetzt schnell. Danach wasche ich meine Haare und drehe direkt den neuen Vlog. Heute kommt nämlich der Tierarzt und holt nämlich gleich in einer halben Stunde Mimi und Spotty ab, da die ja so ganz große Probleme mit Zahnstein haben. Aber dazu im neuen Video, dann morgen 18 Uhr. Also bis dann.